Ja, einen wichtigen Spot am Kupfersee kennen wir ja wohl. Der The One Spot, der einzig wahre. Aber natürlich gibt es auch noch weitere Spots und immer mehr kristallisiert sich raus, welche Spots auch noch gut liefern. Auch die Spots gibt es schon ziemlich lange, eigentlich von den ersten Stunden an. Sofort gab es Infos, zum Beispiel auch hier zu 6162 und den gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Also ran hier auf 6162. Auch der Spot sollte doch den meisten schon ganz gut bekannt sein, denn hier läuft es tatsächlich auch regelmäßig, na guck, immer wieder ganz gut, mit den verschiedensten Kandidaten hier, mit den verschiedensten Karpfenarten und so eben auch mit verschiedenen Kois. Das sind jetzt aber nicht alles die Kois von dem Spot, sondern ab hier oben. 1, 2, 3, 4 Fische. Also diese 13 Minuten jetzt hier, in der Nacht jetzt gerade gewechselt, das sind die Kois bisher an diesem Spot. Also es ging sofort los mit Orenji Ogon. Zack, zack, zack. Und dann, also bisher nur seltene Fische, ist schon mal ein verdammt gutes Zeichen. Kann man schon mal machen, dass hier eine Stunde, ziemlich genau eine Stunde, fünf Minuten oder so, eine Stunde ist hier der Vergleich sozusagen auf auf Sahne beziehungsweise Karamell beziehungsweise Sahne und Karamell. Also alles hier schön, guck mal hier, bis zu 16 Kilo einfach nur auf süßen Karamellgeschmack, Maiskorn, 16 Kilo Ogon. Also hier geht auch natürlich, das ist jetzt der Vergleichsspot, The One, der Nummer 1 Spot. Also The One hat geliefert, natürlich auch mal wieder eine schöne Trophy, Alden. Hatte ich letztes Mal auch. Mein Trophy-Glück verpulver ich immer in Rotaugen. Sensationell. Aber man muss sagen, trotz allem auf Karamell lief es schon mal gut. So, jetzt der nächste Test auf Kaviar. Komplett auf Kaviar. Oppala, da geht's auch schon wieder los. In verschiedenen Variationen. Und das sieht schon wieder richtig gut aus. Also so kann man sich doch einen gut laufenden Spot vorstellen. Man schmeißt was rein, man testet verschiedene Aromen und es wird ein bisschen was geliefert. Und im Idealfall tatsächlich auch was, was man an anderen Spots nicht findet. Zum Beispiel den hier. C2 Super Frack Alden. Den haben wir, war der Meister wieder anders benannt worden? War das nicht vorher mit CK? Ist es jetzt doch der Super Freak? Der ist äußerst selten bis gar nicht am The One, am Nummer 1 Spot, oder? Also den habe ich da bisher so gut wie gar nicht gefangen und wenn er jetzt hier reingeht, ist das schon mal nicht so schlecht. Wir stehen hier, wir messen das auch gleich nochmal schön aus mit der Untergrundabtastroute, mit der Markerroute. Also schön da vorne hin und zwar, da werfe ich gerade hin. So, in diese Richtung, was haben wir hier dran? Da nichts, aber auf der anderen. Und zwar mit verschiedenen Dreierlei vom Kaviar-Kredenzen wir heute. Für die feinsten Fische im Gewässer nur den besten Stoff. Alter, wo ist er denn hin? Jo! Und er hat richtig Bock. Er hat richtig Bock. Was man sagen muss, also, die ersten Tage haben wir viel getestet, sind, glaube ich, bei vielen Leuten sind wir runtergegangen. Einfach von den Haken runter und so weiter. Ich bin momentan wieder auf dem Weg nach oben. Also doch wieder zurück zu den größeren Haken, zu den Einserhaken. Und auch zurück zu größeren Boilies. Denn ich verzichte gerade ein bisschen auf Frequenz und suche natürlich mit der Zeit jetzt auch mal die etwas dickeren Brocken. Also für mich ist es momentan so, guck mal der nächste. Für mich ist es momentan so, dass ich tatsächlich hier jetzt natürlich so langsam auch in Richtung Trophy-Suche gehe. Also
deutlich dickere Boilies, wobei wir hier im Vergleich zu den anderen Gewässern echt immer noch recht klein unterwegs sind. Das heißt, so 16er Boilies, 14er, 15er, 16er Boilies, alles so in dem Bereich scheint richtig gut zu liefern. Und es werden auch immer noch regelmäßig, selbst auf sehr kleine Köder, Trophies gefangen. Wobei, wenn man sich jetzt natürlich nur auf Trophies konzentriert, bäm, 8 Kilo. Also, der scheint gerade richtig Bock zu haben. Ja, wenn man sich nur auf Trophies konzentriert, dann... Jawohl. Dann geht man natürlich ein bisschen dicker rein. Und ich denke, es gehen einfach gerade auch sehr, sehr viele Trophies rein. Allerdings einfach so nebenbei auf Masse. Ne? Das heißt, man steht hier vielleicht mit einem kleinen Köder, einfach nur Maiskorn, zack, 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 einen nach dem anderen. Und ja, natürlich ballert da auch zwischendurch mal so eine Trophy drauf rein. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegt man die Durchschnittsgröße, das Durchschnittsgewicht einfach nochmal ein bisschen geboostet. Ich muss sagen, hier im Moment, der Start ist schon mal sensationell. Nur seltene Brocken hier und das auf Kaviar. Macht schon mal einen guten Eindruck. Kann gerne so weiterlaufen. Wir gucken mal eben rein hier ins Setup. Also aufgebaut hier komplett mit Kaviar, auch verschiedene Montagen. Momentan habe ich ein ganz, ganz gutes Gefühl auch bei der klassischen Haarmontage. Wirkt wirklich gut. Also mit dem geflochtenen Vorfassmaterial, also komplett sinkende Boilies und Pellets und dann allerdings auch hier wieder klein reingegangen. Also Kaviar Pellets 14, Kaviar Boilie 10 und dann natürlich Kaviar Dip. Futtermische ist überall gleich, gucken wir uns gleich auch noch an. Einser Haken hier und dann gib ihm. Ich bin momentan hier komplett mit der Mono bzw. mit der Nylon-Schnur unterwegs. Super krasser Dehnungseffekt, super weich, macht richtig Bock hier. Da kann man richtig gut reingehen. Also, das läuft gerade richtig gut. Zweites Setup ist dann in beiden Fällen Pop-Up Rig. Pop-Up Rig, einfach nur pretty simple mit einem Maiskorn. Also einmal gelb und natürlich mit Dip und das andere einmal dann in rot und einfach mit Dip. Vor einer Woche, ist es eine Woche schon her, in den ersten Tagen hatte ich bessere Ergebnisse auf Kaviar rot als auf gelb. Mal gucken, ob das immer noch so ist, aber das beides natürlich testen. In dem Fall hier Pop-Up Rig, auch mit dem Einserhaken und monofiler Schnur. Einfach mal gucken, ob das nochmal mehr Auftrieb bringt und dadurch der Köder vielleicht noch leichter präsentiert wird. 20 cm nur, gar nicht so ganz viel und ganz so lang. Immer noch relativ nah in Grundnähe das Ganze. So. Und ja, wir stehen ja hier jetzt auf 20 Meter mit diesem Setup. Und das testen wir hier auch gerade nochmal eben vom Untergrund. So, also da vorne wollen wir hin. Ich klippe mal hier so auf 21 Meter und dann werfen wir das Ganze mal eben hier raus. Zack, absinken lassen. So, und dann kurbeln wir hier mal locker ein und testen den Untergrund. Und wir haben hier eine Muschelbank. Und dann haben wir hier lehmig. Also das ist der Grund, lehmig, sofort danach sandiger Untergrund. Aber wir wollen hier tatsächlich auf diese 20 Meter kommen. 20 Meter auf die Muschelbank drauf und da wollen wir angeln. Theoretisch hieß es auch mal, fällt mir gerade ein, dass man auf einer Muschelbank mit steinigen Leadcore und steinigem Blei agieren soll. Wisst ihr was? Das mache ich jetzt mal. Ob da noch ein Unterschied zu merken ist? Ob das überhaupt noch so richtig ist? Ich hoffe, das ist noch so. Steiniges Blei, Muschelbank und Steinfarben. Kriegen wir das denn gewichtsmäßig überhaupt hin? Kommen wir da in den Bereich? Ist das hier Details? Stein, jawohl. Stein, kiesiger Untergrund. Okay, ich bleibe bei diesem und nehme ein Steinblei. Hier habe ich jetzt gerade 40 Gramm. Das heißt, wir nehmen, ich glaube 50 Gramm müsste auch noch gehen, ne? 50 Gramm, genau. So, also,
Einmal jetzt hier geändert. Auf die 20 Meter geklippt. Und... Ah, oh, der war ein bisschen fail. Da muss ich ein bisschen weiter werfen. Da gehen wir mit ein bisschen mehr Elan rein. So, und dann das Ganze nochmal. So, zack. Jawohl, genau dahin. Also, ab auf die Muschelbank. Mit etwas anderem Blei- und Leadcore. Das sind die beiden Komponenten, die Einfluss haben, die Scheuchwirkung haben. Leadcore und Blei. Von daher müssen wir da tatsächlich reagieren. Da müssen wir was machen. Oder da können wir was machen. Letzten Endes können wir hier auch einfach stehen und unser Glück versuchen, ist ja klar. So. Und auch hier wieder raus. Zack. Jawohl. Und natürlich geht auch auf einem nicht optimierten Setup immer mal wieder was rein. Aber wenn wir hier schon stehen, wenn wir hier ja mit Routen stehen, die extra noch plus 10% haben, wenn wir das letzte Fitzelchen hier versuchen zu optimieren und rauszuholen, naja, dann machen wir doch natürlich auch unsere Hausaufgaben und versuchen hier zumindest auch bei den Basics vernünftig unser Setup aufzubauen, oder? Ist ja wohl klar. So, auch hier nochmal. Raus damit. Jawohl. Perfekt. Auch auf die 20 Meter. Und dann bin ich ja mal gespannt, ob sich da... ob sich da ein bisschen was ändert, ob sich da ein bisschen was tut. Also, von der Positionierung 61, 62. Ich gucke gerade direkt auf den Spot. Wir landen auf 20 Meter hier in dem Bereich. Wir wissen ja, ein Kästchen hat ungefähr 25 Meter. 25 mal 25. Das heißt also, wenn wir jetzt hier so ein Kästchen bis hier runter gehen, das ist ungefähr unsere Position da oben, dann sind das jetzt 25 und dann gehen wir jetzt nochmal ein Stückchen zurück. Das heißt, wir landen ziemlich genau mittig hier in dieser Area, sollten wir jetzt hier die Muschelbank haben. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Also da auf Muschel kann man sich vielleicht auch von der anderen Seite mal hinstellen oder sowas oder nochmal abtesten, wie weit die Muschelbank nach hinten geht, ob die vielleicht irgendwie auf 23, 24 Meter, ob die dann da auch noch ist und dann vielleicht auch von der anderen Seite nochmal testen, ob das genauso gut geht. Ja, aber grundsätzlich muss man sagen, erster Eindruck schon mal richtig gut. Jetzt haben wir Mittagszeit, jetzt ist natürlich wieder ein bisschen Flaute, wie an den anderen Spots eigentlich auch immer und dann Richtung Abendstunden sollte es eigentlich nochmal wieder losgehen. Aber erster Eindruck, richtig, richtig gut. Und hier muss man auch sagen, das ist mit einer der nächst wichtigen Spots, auch von der Präsenz im Discord, also auch von eurem Feedback, wo ihr unterwegs seid, wo ihr erfolgreich seltene Brocken rauszieht. Und ich würde sagen, der Seltenheitsfaktor hier ist ja der Hammer. Also das ist schon richtig gut. Und ein Fisch, der hier schon mehrfach gefangen wurde, ist der schwarze Koi. Und den habe ich immer noch nicht. Und deswegen stehe ich jetzt hier. Und jetzt wird probiert und gesucht und getestet, bis ich hier endlich den schwarzen Koi drauf habe. Übrigens der mit 16 Kilo gerade. Der Orenji Ogon mit 16 Kilo. Alter Falle, hatte der Bock. Der hatte richtig Bock. Der hat richtig lang auch gebraucht, bis der dann langsam angekommen ist. Also das war schon cool. Das war mal ein richtig schöner Fight. Auf so einen kleinen Koi. So, Dinkelsbühler. Zack, direkt wieder raus. Dinkelsbühler. Also bisher noch nicht ein Schuppi und noch nicht ein Spiegelkarpfen. Aber, ach so, die Futtermische. Aber ein bekannter Spot. Jetzt natürlich nochmal schnell in die Futtermische. Ganz simpel, einfach hier, weil ich ja eben auch viel mit Mais als Köder unterwegs bin. Mais als Basis. Also einfach nur Corn Basic und dann haben wir hier Kaviar Feed Pellets 15, Kaviar Feed Pellets 12, dann wieder Mais als Zusatz und dann hier mal Reis. Einfach mal mit reingemischt. Hat Reis wirklich eine Wirkung? Man kann es mit reinmischen. Kickt das irgendwie besonders gut rein? Ist da, hat der Reis eine Wirkung auf Kois? Keine Ahnung. Ausprobieren. Ausprobieren. Ich habe jetzt in den letzten Futtermischen immer mal wieder Reis mit reingeschmissen. Reis bringt Glück, werft Reis. Und das Ganze hier mit schwarzem Kaviar abgemischt und raus mit dem Köder. So, jetzt warte ich auf die Abendstunden, dass es hier nochmal richtig losgeht. Petri Lümmels, testen, 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 nach wie vor. Ich bin mir sicher, wir werden noch weitere Spots finden. Und ich bin auch mega gespannt,
wie es dann mit den nächsten Neuerungen oder ob es hier irgendwann nochmal Überarbeitungen gibt und so weiter. Wie immer, nachdem neue Gewässer rausgekommen sind, gibt es natürlich von RF4 Überarbeitungen zum Gewässer, ist ja klar. Und da warten wir mal drauf, gucken wir mal, ob da noch ein bisschen dran gearbeitet wird und gefeilt wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass da noch ein bisschen was passiert. Und da kommt da der erste Schubi. Also, Petri Lümmels zieht raus die Brocken und ich bin gespannt. Ich ziehe jetzt hier durch. Ich will meinen ersten schwarzen Koi endlich haben, damit ich den auch endlich abhaken kann und sagen kann, jawohl, alle Kois in der Tasche. Bis zum nächsten Mal.